Können wir erstmal alles abschneiden, bevor ich hier irgendwas anderes tue. Und auch erstmal nicht mehr nachsäen. Dann mit Skunk dürfte ich jetzt... Bam! Dürfte ich jetzt durch sein. Und wieder Dünger. Geil! Jetzt frage ich mich natürlich, wenn hier bei den persönlichen Belohnungen 1% von dieser Erfahrung dazukommt, dann müsste ich ja hier plus 2% stehen haben. Aber alle anderen in meinem Unternehmen, die auf der persönlichen Geschichte nicht Platz 10 erreicht haben, bei denen dürfte dann nur plus 1% stehen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, also alles, was jetzt hier ans Gang noch steht, ist zu viel. Aber, da habe ich ja gerade schon gesehen, dann kann ich einmal das hier abgeben. Patsch. So. Und der Rest, der dann noch übrig ist, daraus mache ich dann schön Mehl. So, jetzt habe ich noch 20 Skunk übrig. So, und dann hatte ich gesagt, möchte ich gerne in der Zukunft ganz viel Butanhaschöl machen. Und Butanhaschöl zusammen mit Jack Hera ergibt dann das Zeug. So. Also, was brauche ich hierfür? Hier brauche ich G13 Haze und Sour Diesel. G13 Haze, Sour Diesel. G13 Haze, Sour Diesel. Oh, sehr gut. G13 Haze, Sour Diesel. Und G13 Haze. Und Sour Diesel. So, die kurzen Gießintervalle, die nehme ich jetzt noch mit. Und hier haue ich eine Jack Hera rein. So. Und wenn ich dann später wiederkomme, dann müsste ich ein bisschen Butanhaschöl produzieren können. So zwei, dreimal. Und ich müsste hier das alles abschneiden können und dann zumindest ein paar Punkte kassieren können hier noch. Hier drin noch. Wobei, das ist ja schon ziemlich weit vorangeschritten hier. Also eventuell kann ich das halt einfach... Wobei, bedeutet das gerade, dass das hier nur noch 48 Minuten läuft oder bezieht sich das hier rauf? Ich glaube, das bezieht sich hier unten drauf. Ja.
Okay. Damit haben wir jetzt also die ganzen kurzen Gießintervalle erledigt. Okay. Dann repariere ich jetzt noch die Mülltonne. Ich meine, geldmäßig komme ich ja glücklicherweise voran. So, Stück für Stück. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass das hier alles voll ist. Hier leider nicht, aber das kommt noch. So, ich habe ihr doch den Kuchen noch gar nicht gegeben. Das machen wir jetzt. Patsch. Jamie Lee meldet sich ab. Genau, die heißt Jamie Lee, nicht Amy Lee. In meinem Kopf heißt die manchmal Amy Lee. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, gleich noch zu sehen, was die nächste Aufgabe einmal ist. Die Story zu hören, aber das kenne ich ja eigentlich schon. Ja. Genau, und was wollte er? Er wollte jetzt ganz viel Haze. Ja gut, damit kann ich gerade nicht wirklich dienen, mein Freund. Ja gut, da habe ich immer noch keinen Bock drauf. Ja, meine Diamanten sind auch gut zusammengekommen. Warte mal, wo brauchen denn? Hier brauche ich noch 402. Hier brauche ich noch 402. Guck mal, hier ist eine Mülltonne. Die habe ich bestimmt vorhin übersehen oder die ist wieder voll geworden. So. Patsch. Hey Danny, das ist doch der Sinn des Wichtelns, nicht? Dass es nun geheim ist. Das habe ich auch immer gedacht. Bis mir irgendein Arschloch eine Kiste mit verfaulten Orangen gegeben hat. Ich meine, echt jetzt? Wenn du schon jemanden Obst zu Weihnachten schenkst, solltest du es zumindest nicht im November einpacken. Nun, anstatt es dem Zufall zu überlassen, gebe ich meinem Wichtel meine Wunschliste, um uns beide die Kopfschmerzen zu sparen. Und dieses Jahr habe ich einen Masterplan. Zement. Was ist also dieser Masterplan, den du hast? Die Stadt führt immer eine Liste mit allen Wichteln und ihren Bewichtelten? Wie auch immer, wir müssen sie einfach nur aus dem Büro des Bürgermeisters stehlen. Ausgezeichneter Plan, das bringt uns bestimmt nicht in den Knast. Könntest du mir zumindest etwas Gras geben, während wir das machen? Mein Gesicht fühlt sich komisch an von dem ganzen Gerede. Mein Gesicht fühlt sich komisch an. Ja, genau. Ja gut, aber das würde ordentlich Dünger geben. Naja, vielleicht. Da wollte ich nicht hin. Vielleicht kümmere ich mich ja darum, wenn ich später wieder hier bin. Denn jetzt werde ich mich erstmal verdrücken und einfach später nochmal wiederkommen und dann noch so ein paar Kleinigkeiten erledigen. Für euch bedeutet das, die Folge, in der ich wiederkomme, kommt morgen, so wie alle anderen auch. Und wenn ihr also wissen wollt, wie das weitergeht, klick, dann empfehle ich euch, auch in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Und die kommt, wie eben erklärt, morgen. Tschüss.